Huartgenossen, willkommen zurück bei Archimilla. Ja. Ich bin ja mal gespannt, ob wir den Dr. Kaufmann hier wirklich zu Gesicht kriegen. Denn irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, weil wir haben ja bisher auch noch niemanden gesehen, mit dem wir geredet haben oder sowas. Deswegen, zuallererst wüsste ich aber gerne mal, ob das hier noch genauso ist. Katze. Ja, Melody will auch gleich mal Hallo sagen. Nein, ich möchte gern wissen, ob das genauso ist, wie das, also ne, wie wir das verlassen haben am Anfang des Spiels. Und daher wollte ich nach der Toolbox gucken. Das hat sich erledigt. Okay. Oh, ganz schön laut wieder auf der Uhr. Moment. So. Na gut. Hier ist jetzt auf jeden Fall offen. Ich... Nö. Die Musik wieder alles andere als einladend. Ja, also wenn wir zu Kaufmann wollen, müssten wir ja rein theoretisch. What? Ich wollte gerade sagen, das macht auch keinen Sinn. Warum können wir den Kerl... Ja. Spiel du mal. Also sollen wir genau hier hin? Och nö. Das habe ich auch ziemlich oft in diesem Let's Play gesagt, ne? Och nö. Was soll das? Ich fühle mich irgendwie unwohl. Spiel, sei lieb zu mir. Letzter Part war echt witzig, ne? Das Wegrennen vor den Flammen, das hat echt Laune gemacht. Aber ich möchte hier ungern wieder wegrennen. Alter. Ein Ende ist in Sicht. Bitte. Oh, ich krieg schon wieder ganz feuchte Finger. Pling, da war der Sound kurz weg. Ist ja ekelhaft. Also wenn wir hier so weit runter müssen, dann sollen wir bestimmt nicht wieder zurück. Aha. Gut, das ist das Letzte, womit ich jetzt gerechnet hätte. Ein Buch. Na supi. Okay. Ist das unser Tagebuch? Asked the doctor to let me quit being in change of that patient. Was? Ich habe den Doktor gefragt, ob er mich beenden lässt, aufhören lässt. Was im Wechsel dieses Patienten zu sein? Being in change of that patient? It's too weird. Still alive, but with wounds that won't heal. Es ist zu... weird. Unangenehm. Ist halt voll doof, immer noch am Leben zu sein, aber mit Wunden, die nicht heilen wollen. Oder werden. Immer wenn der Loop neu anfängt, dieses Klick. Told the doctor I quit. Ich habe dem Doktor gesagt, dass ich es beende. Won't work at that hospital anymore. Wollte nicht... Ach, work. Work. Ja. Wollte nicht mehr in dem Krankenhaus arbeiten. The soon is... The soon? The... Ja, eigentlich schon, ne? Soon is filled with
Insect. Irgendwas. Ach so, Room. Oh, ey, diese Schrift. Gut, der Raum ist mit Insekten gefüllt. Even with the door. Doors? And windows shut, they get in to spite me. Also selbst mit geschlossenen Türen und Fenstern kommen sie rein und spite me. Das Einzige, was ich unter Spite kenne, ist die abgewandelte Sprite von DayZ. Spite, wahrscheinlich beißen, stechen. To the hospital, feeling bad. Need to throw up, but nothing comes out. Vomiting only bile, blood and boah, pus, pus, pussy, gepur, put, flow from the bathroom faucet. I try to stop it, but it won't turn off. Need drug, help me. Boah, das ist schwer. Ja, zum Krankenhaus. Fühl mich schlecht. Need to throw up. But nothing comes out. Muss mich übergeben, aber es kommt nichts raus. Vielleicht. Vomiting only little. Keine Ahnung. Ich habe versucht, es zu stoppen. Aber ich kann es nicht ausschalten. Ja, brauche Drogen. Hilf mir. Aha. NW. In addition to the ritual, I decided that White Claudia might be suited to... recreational use. Ist das Wort richtig getrennt? Using my contacts in the cult. Aha. The order. As an advantage, I began to successfully sell PTV using an antique shop as a cover. My position as hospital director gives me great access to the necessary equipment for the production of the drugs. And I'm able to safely store them in a secret part of the hospital. The harm that drugs to makes me sick. Was? The harm that drugs do makes me sick? But no one is forcing these stupid tourists to buy it. That idiot nurse Lisa will do whatever I tell her for her dose. Okay, Lisa war abhängig von den Drogen? Ja, er hat beschlossen. Recreational use. Ihr wisst schon. Ja, Kontakte zum Order-Dingsbums da. Er hat das gewinnbringend verkauft und einen Antikshop hier, diesen Green Lion wahrscheinlich, als Schein bla. Ja. Oh, immer wenn das einmal so knack macht, weil der Loop von vorne anfängt, das ist echt nervig. Tja, also auf jeden Fall bewahrt er die Drogen in einem geheimen Versteck im Krankenhaus auf. Oh. Another funny story about a Norman Wexler. Ah, das war dieser NW mit dem Hirn da, die Bilder. For month I pumped him full of the drug. Okay, Kaufmann ist doch nicht so geil, oder? I had to see how much the body could take before death. Okay, er musste rausfinden, wie viel der Körper aushält von der Droge, bevor er stirbt. Deswegen hat er diesen Norman Wexler da eine volle Ladung. It would recently appear suspicious if residents and tourists started dying without explanation. But as it turned out, in this
respect the drug is safe. The same cannot be said for mental instability. Wexler became very aggressive, so much so that I decided to stop the experiments. But after a while, I accidentally found out that he had lost his family and the police are looking for him. I'll bet anything that Wexlers newfound insanity is connected to the drug. Wir sind Norman Wexler? Also nix Detlef, sondern Norman? Also diesem Wexler, anscheinend uns, volle Ladung Drogen. Und dann wurden wir extrem aggressiv. So sehr, dass er, dass Kaufmann entschieden hat, das Experiment zu stoppen. Und nach einer Weile hat er versöhnlich herausgefunden, dass wir unsere Familie verloren haben und die Polizei nach uns sucht. I'll bet. Ich wette. Dass unsere neue Beklopptheit irgendwie mit der Droge zu tun hat. Was ist das denn für Musik jetzt? Okay, later after a car accident, he ended up again in Alchemilla. And it looks like he's got some partial memory loss. Okay, später nach einem Autounfall, wo seine Familie anscheinend gar nicht mit dabei war, er denkt's aber, oder wir denken's, he ended up again in Alchemilla, also er ist wieder im Krankenhaus gewesen. And it looks like he's got some patrial memories lost. Ja, und es sah halt aus, als hätten wir unser Gedächtnis irgendwie zum Teil verloren. I don't envy this idiot. Ah, wenn ich jetzt wüsste, was envy heißt. But I've given him fair compensation for the experiment and warned him of all the risks involved. Envy. Ah! Irgendwie, er mag uns Idioten nicht oder so. Aber er hat uns irgendwie einen fairen Deal mit uns abgeschlossen für das Experiment und uns gewarnt vor all den Risiken. I know. He's just scared. Afraid to face the truth. I tried to erase it from my memories, but it kept coming back and back and back again. It's all my fault. It has nothing to do with Dr. Kaufman. Eh? It was taking the drugs because I wanted it for myself. And I killed my family over it. I killed them. All this time I've been searching for Kaufman, but I've just been looking for the truth. And when I found it, my truth, my personal hell. Ja. Warum ist das jetzt so ruhig? Ja, aber wieso soll er schuld sein? Er hat doch vorher schon die Experimente. Ach nee, er kam ja. Boah, jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Nee, aber seine Familie war... Oh, kompliziert. Okay, also wir sind auf jeden Fall Norman Wexler. Und die Musik ist aus. Das beunruhigt mich, deswegen kann ich vielleicht gerade nicht denken. Ja, und jetzt? Okay. Leck mich am Arsch. Willst du mich verarschen? Ne. Wie das klingt, als würde hier überall was rumlaufen. Hier kann nichts laufen. Das können die Entwickler nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du liebe Zeit.
steht das P ins Gesicht geschrieben. Wir sind jetzt in unserem Hirn oder was ist los? Ach, die Zeit. Wie, Alter? Nee. Scheiße, was geht denn jetzt ab? Hi. Was geht denn jetzt ab? Hä? Soll ich es dir nicht wiedergeben? Nicht? Los! Ich wollte gerade sagen, seit wann ist hier eine Tür? Oh. The opposite. Also das Gegenteil, die andere Seite irgendwie so. Die Rückseite? Keine Ahnung. Na, Kollege? Wow. Also ich habe ihn im Spiel schon sehr oft sehr bäh gefühlt, aber jetzt das toppt das nochmal. Ja, okay. Ja, ja. Du mich auch. Ne? Boah. Okay, mit sowas habe ich jetzt ja gar nicht mehr gerechnet. Ich bin so verdammt froh, dass hier keine Monster sind, ohne Scheiß. Jetzt muss ich wohl mal. Ja, super. Nicht so geil gerade. Hä? Achso. Ja, und jetzt? Ich dachte, ich krieg jetzt einen Schlüssel oder so. Oder noch einen Arm. Ein Pixel. Hey. Oh. Ja. Hast du doch gerade gesagt. Kannst du wieder nicht entscheiden, wa? Oh. Was soll das denn hier? Boah, ey. Boah, bin ich angespannt. Ekelhaft. Und wo bin ich jetzt hier? Hm? Willst du mich jetzt verarschen? Okay. Labyrinth-Party oder was? Oh. Ah! Der hier? Nicht? Komm schon.
das klingt so eklig. Das sieht hier alles gleich aus. Was ist das denn für ein Scheiß? Und hier ist so gar nichts. Wieder sowas wie ein Rätsel oder was? Ja, super. Boah. Ja, dann lass mich doch den zweiten Arm mitnehmen. Oder den hier. Keine Händel-Dingens. Ja, aber besser ist das, ey. Wenn ich auch noch zweiten Stock hätte und mit dem ganzen Chaos hier, wäre ja mal richtig für den Arsch. Ja, aber... Ah. Is now in place. Kann ich immer nur einen tragen? Nehme ich den hier auch noch mit? Nee. Diese Geräusche. Und den hier? Nehme ich den mit? Ah, nee, ist ja auch ein linker, ne? Ich brauche einen rechten. Hä? Nee, doch, links. Links. Und der ist auch links. Der ist auch links. Telefon? Boah, das ist so ekelhaft. Aber dann muss ich doch hier irgendwo noch einen Arm finden, oder nicht? Ich meine, irgendwie... Und die kackt dann einen Schlüssel aus für die Truhe, oder... Ich habe keine Ahnung. Na geil, das wird jetzt wieder ein Rumgesuche. Aber da kann ich ja auch nichts nehmen oder irgendwie was. Da macht er dann die Tür wieder zu. Stranger Shit, ey. Oh. Ah, nee, ist auch links. Scheiße. Ja, aber... Hallo, hat jemand einen Arm für mich? Im Kühlschrank ist da noch das Glas. Ja. Aber kein Arm. Komm, lach für mich, Mäuschen. Ah, warte mal. Nee. Hier lacht kein Baby. Und ich bin der Meinung, vorhin war hier eine Heizung und hier eine. Aber nicht hier vorne. Aber ich kann mich auch irren. Na super. Also jetzt hier Party Hard, Trial and Error. Und weißt du was? Ah, the opposite. Dann soll ich da nur drei öffnen vielleicht? Unten, oben, unten von links? Hm. Warte mal, the opposite ist aber in ihr, ne, gegen links von uns. Na, ich probier mal. Ah. The opposite. Mach mal da. Ne, eigentlich nicht. Hä? Mach mal den auf. Genau, und den. Den machst du zu. Und den machst du zu. Okay. Und dann machen wir es hier. Genau andersrum. So. Und den zu. Und den. Und den. Den. Den.
the opposite, ist doch... The opposite ist doch gegenüberliegend, oder nicht? Jetzt haben wir beide so. Ja, was weiß denn ich? Ich gucke mir das nochmal. I guess I need to open the door in the morgue the same way it looks on the photo. Aber da stand doch opposite. Ah. Nein. Ich glaube, es ist wirklich hier. Weil hier unten ist ja die Bahre leer. Da könnte man gut was wegnehmen. Ja, und jetzt? I did. Da ist das Seil, da in der Mitte liegt eine Platte davor. Aber da steht the opposite. Ich kann mich jetzt natürlich auch voll an dem Wort aufhängen und eigentlich heißt es was ganz anderes. Da, wo eine Platte genau davor liegt. Ja, super. Und wenn das jetzt bei beiden Seiten genau das gleiche ist, dann ist scheiße. Hier liegt eine Platte genau davor. Oh. Hier zu machen. Hier zu machen. Och. Ja, und jetzt? Ist doch genauso. Oder nicht? Jetzt nicht irgendwas wie Klick oder Plong oder Peng kommen. Das war das mit der Platte davor. Okay, ich mach nochmal zu. Ja, aber habe ich doch gemacht. Was willst du denn jetzt? Komme ich jetzt vielleicht woanders raus? Naja, ich glaube, wenn er kein Mörder wäre, wäre er nicht in Silent Hill gelandet. Es bleibt der gleiche Scheiß. Super!